Es gibt also, das habe ich schon in der Anmoderation vorhin gesagt, es gibt ein neues Live-Doppelalbum. Das geht heute überall weltweit auf den Markt. Das heißt 101 und das ist auch die Nummer ihres 101. Konzertes im Rose Bowl in Pasadena. Und über dieses Konzert vor 60.000 Fans haben sie so eine Art Feature-Film gemacht, der zweigleisig wird. Zum einen geht es um sie als Gruppe, wie sie eben touren durch Amerika, und zum anderen geht es um eine Gruppe von Fans, die, ja, die sie immer wieder treffen. It's a funny thing about you in America. Because, I mean, at this point of time in England, I think people regard you as kind of a teeny band in a way. Well, not really. I mean, not talking about Germany, yeah. Maybe England. No, not really. In England, we've had success constantly there in England for nearly 10 years now. And we've had like 20 odd top 30 singles, which is, you know, quite a yes. record, you know. Yeah. But this, our fans really, we moved on from that. The average age of our fan in England now, I think, is like 20 something, you know. Really? Well, they're like people that write to our fan club. So people that are buying your records, I think, I mean, we moved on for that. I mean, the sort of bands that are leading that type of teeny thing now, bands like Bros, you know. Mm. Our fans have grown up with us, you know, like over the, when we started, they were younger, but now they're like the same age as us. Okay, and stuff. But let's come to this later, because I first want to talk about this movie again. Ich habe jetzt eine kleine Zwischenfrage gestellt, die ich nachher nochmal aufgreifen werde. Und zwar geht es eigentlich um den Status, den Depeche Mode in England und in Amerika genießt. Und der ist ein bisschen unterschiedlich, aber dazu später noch mehr. First to that movie. You had a very, very famous man who did the director of the movie was Sam Pennebaker. Yeah, Pennebaker. Why did you choose him, I mean, to take this movie? Well, we were looking for somebody for some time and we couldn't find the right person, and then it was suggested to us that we use Pennebaker, or we at least approach him, and we thought that was an interesting idea because he kind of pioneered it, and we thought he would have a more objective movies about concerts. He'd be more, yeah, and also he'd be more objective about how to make this film now. So wasn't he going around with Bob Dylan? That's right. He done a Bob Dylan film, Don't Look Back, and he also done Monterey Park with Hendrix. Ich habe noch mal nach der Konzeption ihres Films gefragt. Sie haben ihn zusammen mit Regisseur Sam Pennebaker gedreht. Das ist ein Altprofi, was Konzertfilme angeht. Er hat also schon 16 fleißig gearbeitet, zum Beispiel auch mit Bob Dylan unter anderem. Zu dem Film übrigens Folgendes. Diesen Film werdet ihr ab sofort im Handel 101, wir können auch gleich mal einen kleinen Ausschnitt daraus sehen, im Handel erhalten als Videokassette. Und aktuell gibt es aber drei Daten, die euch vielleicht interessieren könnten. Da läuft er erstmal im Kino, und zwar einmal am 14.3. in Köln, am 16.3. in Stuttgart und am 15.3. in Hamburg. Und dann wird man sehen, wie er ankommt. Aber jetzt vielleicht zunächst mal auf Abruf hier unsere Zuspielung aus 101, dem Konzertfilm von Depeche Mode. Das war der Soundcheck aus dem Konzertfilm 101, kurz vor dem Konzert, eben auch Teil des Konzerts. Und nun komme ich nochmal zu der Frage von vorhin, nämlich Ihre verschiedenen Status in Amerika und in England. You know, in America you're regarded as, well, kind of a part of the underground dance scene in a way. You're regarded as pioneers of the whole house and techno thing. Mm-hmm. Well, music. We find that all that very flattering. Oh, my God. Yeah, I'm losing the micro. Yeah, doesn't matter. Okay, go on. Yeah, I mean, we went over there recently, actually. We went over to Detroit and met some of these people, people like Derek May, and they sort of, you know, they're really into us, and they quote us as being influences, bands like us and Kraftwerk. And also the black scene. Yeah, I mean, it's what's interesting about it is it's white music influencing black music, which is something that is very rare, basically, in the whole history of music. They're just very, they've had so much of their own culture, they're now looking to Europe to take something from the European culture, if you like. Yeah, could be. Basically. Es ist wirklich eine ganz interessante Sache mit Depeche Mode in Amerika. Dort genießen sie, sagen wir, eher so einen Kultstatus. Und es hat sich in der letzten Zeit herausgestellt, dass gerade Sie so eine Art Pioniere sind, was die ganze House- und Techno-Musik angeht. Sie haben gesagt, Sie haben den sehr in der House-Musik sehr innovativen Derek May in Chicago und Detroit getroffen und finden das selber natürlich sehr witzig, dass Sie da so praktisch so ein ganz anderes Ufer sehr beeinflusst haben. Vor allen Dingen, dass hier weiße Musik zum ersten Mal eben auch schwarze Musik beeinflusst. Okay, thanks a lot for being here. I know you're very busy going on here doing some PR. Yeah, we do a lot of this sort of stuff. Any tours then? Maybe live tours? Not at the moment. We're just about to go in the studio and start working on a new studio album. Okay, gut. Also live kann man Sie wahrscheinlich nicht unbedingt auf der Bühne in der nächsten Zeit bewundern, weil Sie jetzt wieder in die Studio gehen und da eine neue Platte aufnehmen wollen. Aber wie gesagt, ihr habt 101, diesen Videoclip bei Virgin, diesen gesamten Konzertfilm von Depeche Mode. Thanks a lot. Und Thank hier you. Kommt nun Eric, Everything Counts, und zwar eine neue Coverversion live.